Jo, 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 was geht, Freunde? Kalimera, guten Morgen. Auf jeden Fall, ich bin in Arbeitskleidung, Freunde. Auf jeden Fall, es geht ins Max-Moloch-Stadion. Ich bin jetzt noch zu Hause, gerade aufgewacht. Und ja, auf jeden Fall, seid gespannt. Bleibt dran, Freunde. Wir sind auf dem Weg, Freunde. Ja, let's go, Alter. Deine Meinung, Bruder, vor dem Spiel? Bruder, ich bin ehrlich. St. Pauli, erster Platz, Alter. Die spielen um Aufstieg, Pauli. Krass. Darf ich kurz was sagen zu Pauli? Yeah. Apropos Pauli, Leute. Ich hab mich ein bisschen schlau gemacht. In der Saison 76, 77 sind die aufgestiegen. Mit Uli Hoeneß, Bruder. Echt? Ja, Mann. Das ist mit krass. Uli Hoeneß. Das ist sehr krass, ja. Aber ich bin ehrlich gespannt. Ich hoffe, der Club gewinnt einfach, ja. Ja. Auch wenn es 1-0 oder so ist. Ja, seitdem sind die, glaube ich, gar nicht mehr aufgestiegen. In die Bundesliga. Ich glaube nicht mehr. Das ist krass. Das ist crazy. Auf jeden Fall. Einfach. Wir sehen uns einfach am Stadion wieder, ja? Ja, Mann. Peace out. Let's go. Jo, Freunde, auf jeden Fall. Ich blende hier nochmal kurze Screen Recording ein von der heutigen Aufstellung, Bruder. Das ist einfach krank. Genau hier. Ich sag, Braun und Uso natürlich wieder in der Startelf, Digga. Und die spielen natürlich auf derselben Seite, links. Und ja, ich bin, ein Mann bin ich sehr gespannt, Freunde, auf Elias Saatmann von Pauli. Weil seine History ist krank, habe ich schon in Anna Bünnis Video gesagt. Genau. Ist einfach krank, History, Bruder, ja. Der hat vor zwei Jahren noch Kreisliga gezockt, dann so langsam hochsteppt, als Stepper der Landesliga, dann Oberliga, Regionalliga und am Ende ist er dann in Pauli, in der zweiten Mannschaft von Pauli, dann in der Regionalliga. Und selbst dann ging es auch so schnell, Digga. Eine Saison hat er dann gezockt, so ist das, glaube ich. Und dann, ja, jetzt spielt er zweite Bundesliga und er spielt Bruder, ich bin echt gespannt, wie krass der spielt, Alter. Ja, er spielt immer Aufstieg mit, Bruder, in die erste Liga. Das ist krank, Alter. Elias Saad, Grüße gehen raus. Wie gesagt, Mensch, bei mir, komm in die Fußball-Challenge. Ja, Mann, ich lade dich gerne an. Oder zu einem Interview, egal. Und ja, Mann, wir sehen uns dann gleich am Stadion wieder. Peace out. Hol noch ein paar Meinungen ein, ihr wisst Bescheid. Wir sind am Stadion, Leute, wir rennen schon, wir sind am Stadion. Schnell, wir sind am Stadion, Alter. Wir rennen einfach. Krank, wir hören schon die Ringe, Alter. Krank. Wir müssen noch ein paar Meinungen einholen, Leute. Auf jeden Fall, es geht gleich rein, Mann. Wir fragen noch schnell den jungen Mann, was er zum Spiel sagt heute. Was sagt er zum heutigen Spiel? Was soll ich sagen? Es ist ja noch nicht gespielt. Ja, aber was sagen Sie? Was tippen Sie? Oder allgemein? Zitat, Zitat. Nein, einzig. Gegen Pauli, Aufsteiger. Krank. Ah, wird schwierig, aber vielleicht klappt es ja doch. Schauen wir mal. Danke für Ihre Meinung. Auf ein gutes Spiel. Alles klar. Geil, Alter. Es geht weiter. Wir haben die ersten Meinungen eingeholt hier. Krank. Wir fragen noch die Jungs hier. Zitat zum heutigen Spiel. Was sagst du, junger Mann? Gegen Pauli, erstes Aufsteiger. Was sagst du? Einfach ein Zitat stellen. Sieg? Ja oder nein? Safe. Ja, okay, danke. Auf ein gutes Spiel. Bin hier, Alter. Da hinten ist der, Digga. Krank, Digga, was? Crazy. Vermeinungen ein, komm noch, Vermeinungen. Geil, Alter, geil. Komm, Bruder. Die Maschinen schon allein, die meisten sind schon im Stadion, krank einfach, krank. Boah, die Hymne schon, man hört sie schon. Crazy. Als runtergehen. Krank. Bro, Zitat zum heutigen Spiel, was sagst du? Okay, Digga, okay, Digga. Scheiße, ein paar Zitate noch einholen hier. Wenn wir noch schaffen, egal. Peace. Oh, die Jungs hier noch. Jungs! Zitat zum heutigen Spiel, was sagt ihr? Wird super geil. Ja? Was sagt ihr, Sieg oder nicht? Wird schwer heute gegen Aufsteiger St. Pauli? 2-2. Ja? 2-2, was sagst du, Bro? Ja, ich denk 2-1 für. Ja? Okay, auch ein gutes Spiel, ja? Boah, die, wir kommen den Massen immer näher. Krank, krank. Scheiße, Digga. Ihr lasst da gefilmt, Bro. Krank, Digga. Let's go, nice, nice. Wir gehen ins Schaden, reicht. Gönnt euch noch einmal die Matte. Krank. Bruder, ich hab dir gesagt, das wird krass sein. Krank, Alter, gegen Pauli. Bruder, es wird krass. Crazy. Egal, wir sehen uns im Stadion, Leute. Ey, Jungs, Zitat zum heutigen Spiel. Krass, 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 wir sind hyped, wir sind hyped. Krank, Alter. Bescheid, die Fans sind gehypt, Alter. St. Pauli hier. Ey, Leute, wir sind endlich drin, Mann. Nach Komplikationen, Alter. Scheiß Südtribüne, ich schick mein Leben, Bruder. Nichts gegen Südtribüne ist geil, aber der Eingang, man muss ums ganze Stadion, Alter. Kurve,
Wir sind am Start hier. Gönnt euch den Audi. Peace out, Alter. Alter, fast ausverkauft. Schau doch mal, Alter. Krank, Digga, krank. Max Mollock Stadion. Ausverkauft, Leute. Crazy, crazy. Hab Bock, Alter. Und ja, freut euch aufs Spiel, Freunde. Ja. Schau mal schnell. Hey, hey, hey. Pauli kommt. Konter, Jungs! Nein, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann!
Ja, Mann. Der überrascht uns immer wieder mit seiner. Torwartleistung, krank. Konter, Jungs. Konter, Mann, komm. Konter jetzt, Jungs, Konter. Was passiert da, Digga? Ein Gestoche. Ei. Ehrlich gesagt, krasser Torwart. Wenn, ja, Mann. Wenn wir ein bisschen kosten, dann werden wir am Ende. Krass, Digga. Wenn du das siehst, Bruder, komm zu mir in die Fußballstätte. Ja, als, komm drauf. Als Torhüter. Jawohl. Mann. Jetzt Druck, Jungs. Druck, Alter. Druck. Komm jetzt. Alter, Pauli macht das aber auch stark. Hast du gerade gesehen? Auf dem Strafraum. Nicht normal, Bruder. Nicht normal. Ja. Ja, Mann! Oh. Ecke brach! Krasse Ecke für Klub, Digga! Ich hab gesagt, wenn die so weiter spielen, die waren nur im Ballbesitz. Ja, wenn die so weiter spielen, hab ich gesagt, das ist St. Pauli am Duschen. Crazy, aber ja, schade, Mann. Schaus, Alter. Crazy. Ey, der Halbzeit-Tipp ist gerade gefallen, Leute. Krass. Kurz vor der Halbzeit noch das 1-0 einfach. Aber was willst du machen, ja? Das war klar, dass irgendwann das Tor fällt. Pauli war im Angriff. Die ganze Zeit in der Hälfte vom Club. Das ist trotzdem sehr schade. Auf jeden Fall, Bo. Darf ich dich kurz was fragen? Was sagst du zur Halbzeitanalyse, Bro? Ja, war super. Ja? Ja, die du bist Pauli-Fan, oder? Ja. Krass, Bruder, krass. Respekt, Bro. Feier dich. Auch ein gutes Spiel, ja? Weiter.
Was sagt ihr zur Halbzeit? Halbzeitanalyse. Ja gut, ist ein bisschen schwierig für die Nürnberger, ne? Ja, ne? St. Pauli schon echt stark, deswegen auch. Muss man sagen, ja. Verdient erster Platz momentan in der zweiten Bundesliga. Ja, Mann. Aber ich glaube, die Nürnberger, die machen jetzt auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit. Hoffen wir. Und hoffen wir, dass sie noch 2 oder 3 Tore schießen. Aber man muss auch Vito reden, so. Der Halbzeittreffer ist verdient gefallen, so, ne? Schon, ja. Also, der ständige Druck war schon da von den St. Pauler. Safe. St. Paulanen, oder wie man die nennt. Ja, irgendwie, ja. Irgendwie so. Ja, deswegen. Krass. Aber ich denke mal, die Nürnberger machen das noch. Hoffe ich mal. Ja. Wenigstens ein Unentschieden, ein Punkt. Ja. Wenigstens. Immerhin. Wäre geil, wäre krass. Okay, danke. Danke, Libo. Bitte. Danke. Es hat ewig gedauert. Ich hab mir noch kurz was zu stecken geholt. Schleimer! Für Goller, Alter. Schleimer für Goller. Krank. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. So krank, aber ich hab's damals geliebt als Fußballer. Ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt, Bruder. Es wird immer gefährlich. Brandgefährlich. Wenn Pauli in den Strafraum kommt. Krank. Lass mal weiter hoch, Bruder, ey. Parade am Start.
Grüße gehen nochmal raus an Saat, Bruder. Krankes Spiel. Und ja, Mann. Egal, ich wünsche Pauli noch weiterhin viel Erfolg. Und vielleicht sieht man ja Pauli in der ersten Liga nächstes Jahr. Auf jeden Fall, ich spende hier mit dem Block an der Stelle, Leute. Lasst ein fettes Like da, Abo, Mann. Wenn ihr mich und Billy mehr im Stadion sehen wollt. Peace out, Leute. Freut uns. Abonniert uns. Natürlich. Aktiviert die Glocke für mehr Stadionblocks. Hiermit beende ich den Block an der Stelle. Ich hoffe, euch hat der Block gefallen. Peace out, Freunde. Was sagt ihr zum Spiel, zum heutigen Spiel? Was sagt ihr? Ja, seid ihr Pauli-Fans? Ja. Geil, Mann. Denkt ihr, die werden aufsteigen? Ja. Ja? Also, wir werden die nächste in der ersten Bundesliga sehen. Ja. Okay, Faustungs. Geil. Auf jeden Fall werden wir den besten Security getroffen am Stadion. Und ich frage ihn jetzt zum Ende dann. Was sagst du zum Spielbuch? Nehmen wir heute nicht so. Der Club war heute nicht so, ne? Aber Pauli war stark. Ja, Pauli war sehr stark, ne?